Gut. Gibt's denn noch Musik für uns? Oder sind wir denn jetzt durch? Ich meine, theoretischerweise müssten wir jetzt langsam mal alles gefunden haben, denke ich. Nee, sieht gut aus. Also ich höre nichts mehr. Dann auf zur Befragung. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah. When Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. Jetzt muss ich mal kurz in mein Notizbuch schauen, ob wir denn irgendeinen Hinweis darauf haben, dass er in letzter Zeit mal irgendwo gewesen ist. Das Blöde ist, ich meine, ich habe zwar versucht, das rumzudrehen, ich glaube, es ging nicht rumzudrehen, aber ich befürchte, dass dann auf der Rückseite hier von dem Foto vor dem Requisitenladen eventuell ein Datum stand oder irgendwas. Das Filmset-Foto, hilft uns das irgendwie weiter? Eigentlich nicht, ne? Der Check. Hilft mir das? Hilft mir das? Erpressung, Filmrolle. Das hilft mir alles nicht so richtig. Was ist das hier oben eigentlich? Chevu Style Line? Achso, der Wagen. Ach, Chevy soll das heißen. Ach Gott. Hm. Nee, ich hab. Eigentlich müsste ich ihn. You could help a few props or sweep the floors if you got nothing better to do. Halt die Klappe. Ich vermute, dass ich ihn der Lüge bezichtigen muss, aber ich weiß nicht mit welchem Beweis. Das ist das Problem. Ich habe keinen Beweis, der stichhaltig genug ist. Also mache ich es mit Anzweifeln. Es hilft ja nichts. He was here yesterday. Das dachte ich mir schon. Something happened that pushed him over the edge. You're holding out on us, Hopgood. You know, I have very good connections with the Vice Squad. Yeah, well, there's a surprise. They won't appreciate you coming in here and strong-arming me. Ich meine, es hätte höchstens sein können, dass ich mit diesem Gipskopf das hätte machen können. Die Sache ist aber, es ging ja drum, ob er den Mr. Bishop in letzter Zeit gesehen hat. Und, haben wir eigentlich einen Beweis dafür, dass wirklich der Bishop derjenige ist, der die Mädels unter Drogen gesetzt und dann mit diesem Gipskopf da fast zu Tode gejagt hat? Oder könnte es nicht vielleicht auch der sein? Das ist halt... ich weiß nicht. Also ich finde das immer so ein bisschen... man kann das alles nicht so richtig in dieses Fragenkorsett immer reinzwängen, finde ich. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife? My advice to him would be to leave town. Also seine... Nee, jetzt machen wir mal Lüge und ich nehme an, dass wir die Adresse dabei jetzt angeben sollen. You have something on him, and now you're gonna rat him out to McAfee's goons. Was? And how do you figure that, brain boy? Was? Das hat doch mit... Hä? Wie kommt der auf solche Sachen? Ich verstehe das nicht. Na, dieses... Ich verstehe nicht, wie er auf diese Anschuldigung jetzt gekommen ist. Das leuchtet mir nicht ein. Ich wollte jetzt eigentlich mit der Adresse hier, Bishops Aufenthaltsort. Nee, das ist ja gar nicht das. Wir haben doch auf der Film... Das ist ja am Set. Nee, wir haben doch auf der Filmdose hatten wir doch eine Adresse gefunden. Aber die scheint es ja gar nicht mitzugeben. Eine Filmdose? Nee, das ist es nicht. Nee, die ist gar nicht mit dabei. You don't ask, you never find out. Das ist bescheuert, sorry. Aber ich zweifle mal an. I'm warning you, Hopper. Auch wieder falsch. If we find out about it, das wird nicht besser. Wind it back a notch, tough guy. I'm telling you, I don't know where he is. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps! Roy Earl, add Vice. Hold on a moment. This is clearly a Vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a Vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlin? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here.
Detectives. Johnny Goldberg, you work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, no, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We can beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Mensch, der hat sich hier mal richtig ins Zeug gelegt hier für uns mit. I don't think they like your little pep talk, Kowski. Oh. Na, das war ja interessant. Ein interessanter Sinneswandel. So, wo ist denn der andere? Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Na komm raus. Oh, noch mehr. Na sowas. Hallo, ich habe dir zweimal in den Arm geschossen. So, Ruhe hier. Ich glaube, ich nehme mir meine Waffe mit. Wenn ich darf. Nein, ich darf nicht. Das ist schade. Wo kamen die anderen zwei denn her? Das hat mich gerade etwas verwundert. Let's see him chase us now. Onto the movie set, Phelps. Let's roll. Ja, let's roll. Wollen wir mal. Na, zumindest Muni konnte ich noch einsammeln. Das ist doch auch ganz schön. Okay. Das war etwas kurios. Mützel wieder auf den Kopf. Da haben wir das erste Mal jetzt Spannungen mit den eigenen Leuten erlebt. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. So, dann wollen wir mal zum Filmset. Also mit den Gesprächen, ich weiß nicht, das ist manchmal echt merkwürdig. Ah, passt, ohne Unfall sogar. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da durchkomme. Ich weiß auch nicht. Also, hat das bei euch besser funktioniert? Für diejenigen, die es gespielt haben und sich jetzt denken, oh, spielt ja Kacke. Hat das bei euch besser funktioniert mit dem Fragenstellen? Also, vielleicht denke ich auch einfach zu umständlich manchmal. Kann auch sein. Vielleicht komme ich mit der Denke einfach nicht klar, die das Spiel an den Tag legt. Ich weiß es nicht. Na gut, wollen wir uns hier mal umschauen. Wir kommen auf jeden Fall durchs Spiel durch. Das reicht doch. Jungle Drum Set, 17.30 Uhr. Mensch, wir sind schon lange unterwegs hier. Sieht ja interessant aus. There's a slippery bastard now. No. God damn it! Mark Bishop! Lauf! LAPD! Intoleranz Filmset. Was? So. Kannst du die Stufen nicht runterspringen, Phelps? So, den kriegen wir doch. Das ist doch kein Problem. Mensch, der ist aber schneller am Hüpfen als wir.
all a big mistake. Komm schon! Nicht nach ganz oben gehen. Wir hatten schon mal einen, der sich dann runtergestürzt hat. Auch wenn das bloß in so einem Zwischenfall war. Das kann doch nicht gut enden. Ich sehe es doch schon kommen. Mr. Bishop, warten Sie. Es ist immer eine gute Idee, über irgendwelche Requisiten zu hüpfen. Alter, was ist denn hier los? Das ganze Ding stürzt zusammen. Wie habt ihr denn gebaut hier? Ich warte mal kurz, damit ihr mich nicht runterkickt. Ja, genau das wollte ich nicht. Denn wenn der Kerl mit seinem Kampfgewicht uns da nach unten tritt, das ist nicht gesund. So, ich glaube, weit kommst du nicht mehr, mein Freund. Dass die immer denken, dass es eine gute Idee ist, nach oben und in die letzte Ecke zu rennen. Naja. Oh, shit! Wie auch immer die Bretter alle nach unten stürzen können, dabei, es macht gar keinen Sinn, aber hey, was soll's. So, ich gehe da mal hier lang. Ich glaube, du bist fett, Junge, wenn alles zusammenstürzt unter dir. So. Ich glaube, gleich sollte sich das erledigt haben. Endstation. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. Wir kommen doch eh nicht mehr von hier runter, oder? All right, but you stay close. Any tricks and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. Okay. Ich bin gespannt. Und ich traue ihm keinen Meter weit. Christ, Detective, they're trying to kill me. Geh mal einen Schritt schneller hier. Und von wo kommen sie denn? Ah, von davon. Nein, du sollst nicht wieder hoch. Komm schon. Zeig, was du kannst. Auch Blitzschießen heißt nicht, dass du nicht getroffen wirst. It's this way. Okay. Halt. Die nehme ich mit. Kill them, for God's sake. I don't want to die. Bleib doch in meiner Nähe, das könnte helfen. So. Is this really the best McCaffrey's got? Welche Wand zerstören? There's no way out. Whoa. Here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. Das war interessant. God, dass es gleich alles in Stücke reißt, hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich zugeben. Nichts da. Du musst dich voranrennen, Freund. Es hilft, wenn du wirklich mal vorsichtig in meiner Nähe bleibst. Schön. Okay, der andere ist auch irgendwo. Ach, da drüben, ich sehe ihn. Du bist nicht in Deckung. So, der ist irgendwo oben. Ach, da oben. Ah. Ihr seid so schlecht, Leute. Ihr seid so schlecht. Ich stehe ohne Deckung da und ihr trefft mich nicht. Gut, weiter nach unten. Habe ich ihn gerade durch die Säule getroffen? Das ist... cool. Und der andere? Bye. Okay. Auf nach unten. Ich muss in seiner Nähe bleiben, nicht dass er mir herabhaut. Okay, er bleibt da. Oh, da sind ja noch einige. Schön hier bleiben, Freunde. Oh, hier ist was los. Das macht ja richtig Spaß. Hast du mir gerade meinen Hut runtergeschossen? So, der müsste noch irgendwo... Ah, da. Oh, das war ja eine Einladung. Ups. Oh.
Ich war's nicht. Follow me. We need to get him to the car. Wo ist denn meine Mütze? Hier. Gib, nimm mal den. Er will seinen Hut nicht nehmen. Aber der Steel, Cole, dein Steel. Wir sollten ihn nicht so weit zurücklassen. So. Also, Schützenexperten sind das wirklich nicht. Oh ja, sehr schön. Da bin ich dabei. Das sind Polizisten? Wo sind die denn? So, da können wir gleich mal in Rambo-Manier hier vorgehen. Wo ist denn der Letzte? Die Letzten. Da war einer. Und der andere? Ah! Hey! Victory. Now this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer, an all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for statch rape and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice with a capital J, Detective Phelps. You've developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. Go hey. On, get your new assignment. It was good working with you, son. Dachte ich mir doch. Weg vom Traffic, weg von Bukowski. Na, zum Ende hin war es ja doch ganz okay mit dir. Die Pissnelke. Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you didn't. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the two LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. Ein ausgegebener Drink, bestimmt verbunden mit einer Warnung, oder? Jazz Club. Bin ich dabei. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The Hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing, I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? Zu Bebop tanzt man nicht, du this Idiot. This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. You like a table, Roy? What do you think we want to do? Stand at the bar like chumps? I'll get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. It was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore?
don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Du kleiner Ficker. Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? Oh Mann, was für ein Arschgesicht. Ich hoffe mal, der ist nicht mein neuer Partner. Okay, wieder nicht alle Hinweise gefunden, erstaunlicherweise. Auch nur die Hälfte aller Fragen richtig gemacht, das ist ein Traum. Ohne einen Bericht über Jessicas tragische Erlebnisse, entweder von Jessica oder Tante June, steht dieser Fall auf tönernen Füßen. Wisst ihr was? Ist mir egal. Oh, aber Fahrzeugschaden, 554, Mensch. Habe ich so viele Unfälle gebaut? Naja, gut, von mir aus. Befördert zum... Oh, zum Morddezernat. Ich bin begeistert. Ich hoffe mal, ich muss das Arschgesicht, das uns hier gerade herumführen wollte, nicht mehr so oft sehen. Aber ich fürchte, es wird wohl dazu kommen, dass wir ihn immer mal wiedersehen werden. Auf ins neue Dezernat.